Hallöchen und willkommen zurück zu Autonauts vs. Pirate Bots. Heute in einer ganz besonderen Aufnahme, denn heute bin ich live bei Twitch. Ich habe mir mal gedacht, ich versuche mal gleichzeitig aufzunehmen und übertragen. Das hat für mich den Vorteil, dass ich zwei Sachen gleichzeitig schaffe. Wer hätte es gedacht? Denn, ich habe manchmal ein bisschen wenig Zeit für sowas. Ich habe ewig nicht Autonauts vs. Pirate Bots gespielt. Ich werde total raus sein. Ich werde keine Ahnung von nichts haben. Ich werde wieder 20 Minuten brauchen oder eine ganze Folge, um reinzukommen. Wir hatten, wenn ich mich nicht ganz irre, hier die Problematik, dass wir diesen Turm nicht einnehmen konnten. Ansonsten hatten wir, glaube ich, aber alles freigeräumt. Ja, sieht sehr gut aus. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt nur noch eine Armee aufstellen. Ja, das sieht sehr gut aus. Hier würde ich gerne ein bisschen mehr abbauen. Habe ich denn noch... Habe ich denn noch? Da ist Fußsoldaten. Kann ich Fußsoldaten eigentlich auch löschen? Ich frag von Freund. Weil ich eigentlich ganz gerne noch einen hätte hier. Den Goldman, ne? Ja, nicht viel zumindest. Okay, müssen wir also ein bisschen auf den neuen Income warten. Das ist auch so eine Sache. Ein bisschen mehr, also ich meine, 500 Gold kostet einer von den Hammer Times. Das heißt, ich würde das hier sehr gerne aufwerten, beziehungsweise schneller Gold reinkriegen. King Getreidesahn, jetzt hier, wässriger Haferbrei. Einfaches Brot, gutes Brot, Butterbrot. So, haben wir... Oh Gott, ich muss gucken, wo ich das alles nachgucke. Kann ich denn wässrigen Haferbrei schon machen? Gibt es denn sowas für eine Küche hier? Habe ich denn sowas? Hier sind meine Bots, richtig? Meine Roboter? Ja. Eieiei. Oh Gott. So, also hier, Armee. Nehmen wir die Armee erstmal hier hin. Genau, was haben wir denn hier Schönes? Das sind alles, ja. Dann genau, ist noch eine Frage, wie ich Roboter eventuell repariere. Das wäre auch ganz schön. Und dann hätte ich gerne noch sowas. Hier kann ich... Wie war denn das nochmal? Ich denke, Copy-Typ. Geht das so? Nö. Geht denn... Was halt so? Oder so? Oder so? Mystischer Steinkopf, das war der Verbrenner, genau. Das suche ich, genau. Kann man nicht... Oh shit, falscher Knopf gedrückt. War denn drehen? Oh Gott, mein Hirn. So, jetzt brauche ich den Bautrupp. Baustelle. Ja, ja. Machen wir erstmal da. Dann können wir da hinten noch weitermachen. Was fehlt denn hier, dass sie das hier nicht bauen können? Ach, Sand. Oh Gott, stimmt. Damit hatten wir ja angefangen. Oh mein Gott, mein Hirn. Ich musste anfangen, Sand zu machen. Um Gottes Willen. Ja, ich überlege, ob ich vielleicht ein bisschen mich ausbreiten sollte. Vielleicht soll ich das hier alles mal ein bisschen verschieben. Man tut ja nicht weh, das zu verschieben. Ein bisschen in die Richtung. Ich einfach wirklich hier ganz groß machen. Wie ist ja, dass man das locker verschieben kann. Ich muss halt wirklich... Also, oh Gott. Plan. Plan, Chris. Also, Geld. Geld kriegen wir jetzt erstmal rein. Das heißt, das ist... Erstmal zweitrangig. Nicht, gibt es sowas wie eine Enzyklopädie. Drückt ihr drauf. Okay. Automatisierte Programmierung. Abgeschlossen. Lernvorbereitung. Roboter programmieren Roboter. Aber habe ich das nicht schon?
Das ist neu, aber habe ich das nicht schon gemacht? Muss ich das jetzt noch einmal machen, ne? Ich muss mich wieder hier Forschung. Hier, so. Das ist erforscht. So. Das haben wir auch erforscht. Level 1, genau. Einfach Verteidigungsturm, genau, das haben wir alles. Gut. Level 2 bin ich jetzt noch nicht. Das wird wahrscheinlich dann freigeschaltet, wenn es soweit ist. Okay, das haben wir also soweit. Das ist das gewesen. So, dann haben wir hier. Ich versuche mich gerade daran so ein bisschen zu orientieren, was ich als nächstes mache. Pestizidfabrik? Bitte was? Was? Einfache Geschäftserweiterung. Bei einer einfachen Haferbrückküche, um mehr Geld zu erhalten. Ja, das wäre gern. Kann ich das anheben? Hier. Das hätte ich gerne. Genau, so eine einfache Haferbrückküche. So, hier. Ja, hör auf zu blinken. Warum ist denn das jetzt zur Hälfte voll? Was habe ich denn gemacht da? Hergestellt wässrige Haferbrei. Richter einfache Rührküche. Das habe ich also schon. Wässrige Waffenverkauf. Okay, also ich habe die Küche also schon irgendwo gebaut. Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Oh, ich bin nicht sicher. Rührschüssel, wo hab ich denn? Eieiei, okay. Brauchen wir nochmal. Hoffe ich. Hier hätte ich gerne Suche, muss ich zugeben. Also hier ist ein bisschen, ne? Hier wär schön, eine Suche zu haben. Und so ein Overlay, von wegen, dass das, wenn ich hier drüber gehe, dass hier steht quasi, welche Kategorie das ist. So, das ist Anzuchtplatte. Wofür auch immer das ist. Kompostbehälter klingt auch gut. Fass. Bitte. Einfache Rührschüssel. So. Was brauchst du denn? Brett und Pfahl. Ich stelle das jetzt einfach hier hin, damit sie es bauen. Damit mein Bautrupp anfängt, das zu bauen. Das sollte ja mit im Dings sein, oder? Aufstelle. Ja. Gerade so. Und dann gucke ich mir mal nochmal die Dings an, die, Gunst. Warte, ob ich mir vielleicht noch ein zweites Hell baue. Eins nach dem anderen. Eines nach dem anderen. So, einfach Rührschüssel. Brauche ich Getreidesamen? Ach, das war's. Süßwasser. Und Tonschale. Boah, ja, das war's. Alter. Wie ist denn verschieben? M. So, wir müssen ans Süßwasser. Wo haben wir denn das nächste Süßwasser? Bau das jetzt einfach ganz billig irgendwo. Das Wasser ist hier gerade nicht allzu viel vorhanden, ne? Hier oben ist Süßwasser. Nee. Hier ist Süßwasser. Und hier habe ich die Schüssel schon gestellt. Großartig, Chris. Gut gemacht. Okay. Nee, doch gar nicht. Das ist ein Eimer. So, hier haben wir die Rührschüssel. Sehr gut. Das heißt, wir haben Süßwasser. Das heißt, wir müssen ja aber auch Getreidesamen rüberkriegen. Ich glaube, ich werde hier dann einfach hier Getreide anbauen. Ja, ich glaube, ich werde hier einfach das dann hier anbauen. Hier werde ich auch die ganze Töpferei, den ganzen Stissel hinbauen. Süßwasser, Tonschale, Getreidesamen. Problem ist, ich brauche dann halt noch eine Straße. Und dafür hatte ich das hier gedacht, richtig? Richtig. Das heißt, wir brauchen Sand. Junge.
Sand wird wo drin gelagert? Ist ja auch so eine Sache. Lager ich Sand in... Hätte wahrscheinlich im Fass, oder? Im Silo? Wird denn Sand gelagert? Ohne, ich brauche mal einen Spaten. Hast du einen Spaten? Einfach Spaten. Nimm dir mal den. So. Dann kommen wir hierher. Und bauen mal ein bisschen Sand ab. Und dann gucke ich mal, wo ich den reinschmeißen kann. Oder nicht? Oder ja oder nein? Muss ich ihn ab. Ich hätte irgendwie gedacht, Sand. Wäre auch zu einfach, den Spaten zu nehmen und damit Sand abzubauen. Fuck. Ist wirklich da. Was könnte es noch. So. Hilfe? Sand ab. Schon wieder Nacht, ne? Lampen hätte ich gerne. Fackeln gibt's ja, aber Lampen hätte ich gerne. Was kann ich hier noch für Werkzeuge? Spitzhacke eventuell? Kann ich mir nicht vorstellen. Da blinkt's auch, ne? Ah. Baue ich den Sand ab? Ich meine, ich brauche ja auch, muss ja auch irgendwie Ton machen, ne? Mit den, ich muss ja mal anfangen hier mit irgendwas. So. Habe ich denn sowas überhaupt schon, eine Tonbrennerei und so ein Kram? Das ist ja auch so eine Sache, ne? Das finde ich halt nach wie vor ein bisschen schwierig, dass ich das halt nicht in Reihenfolge freischalte, sondern einfach eher mit Glück. Einfacher Brennofen. Stellen wir den. Was haben wir denn dafür eigentlich? Ich stelle den jetzt hier erstmal hin, so, dass der gebaut wird hier. Quadratischer Rahmen. Vertäfelung, die kann ich hier selber hinbringen, genau. Erstmal runter. Was ist das? Wildblumen, Primel. Okay, cool. Glaube ich. Kommt der Bautrupp noch hier an? Will er noch? Hat er noch? Der Sache, doch. Es wird quadratischer Rahmen. Zwei Stück. Ich wusste gar nicht, dass ich... ...dass ich in meinem Bautrupp schon quadratische Rahmen habe. Aber von mir aus gerne. Von mir aus gern. Müsste ich eigentlich nochmal einen Roboter bauen, der den quadratischen Rahmen dann hinbaut. So. Hätten wir das so. Tonschüssel unbearbeitet. Ton. Wo krieg ich denn Ton her jetzt? Junge. Okay. Auch hier vielleicht mit der Schippe. Habe ich den Spaten jetzt gelassen? Ach, mein Hirn, Alter. Ist er wieder, fängt er wieder gut an hier. Alle schon wieder, schreien schon wieder im Bild, im Monitor an. Ton. Das ist Erde. Ton muss hier wahrscheinlich irgendwo rumliegen. Also es ist wahrscheinlich nochmal eine extra Ressource, die hier irgendwo rumliegt. Die suchen wir uns jetzt. Erde, 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 Erde. Erde, Erde, Erde. Erde, Erde, Erde. Boden war, glaube ich, wirklich ein eigener Boden.
Unvollkommen, ja, wir tun. Boah, ist das weit weg. Mother of God. Okay, ja gut, okay, aber wenn ich... Hier ist Ton, hier ist das Wasser. Habe ich hier noch irgendwo Ton in der Nähe? Das war eine Riesenfer... Ich brauche eine Schubkarre. Jedes Mal sage ich es aufs Neue. Ich brauche eine Schubkarre. Ja, und hier kann ich aber auch buddeln. Okay. Wie ich den Sand rauskriege, weiß ich immer noch nicht. Aber... Und das hier schon mal hier hinten hinschieben. So, dann habe ich noch Stauraum hier. 24 habe ich noch. Okay. So. Muss das hier irgendwie mal wegräumen. Wenn das. Braucht das hier alles. So. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Robby. Ich nenne ich jetzt mal. Und Gräber. So, und du? Hier ist die Ton. Dann brauche ich gleich noch einen, der Tonsammler wird. Oh, hier ist noch eine Tonschale. Das ist ja interessant. Aha. Sehr gut. Kann ich hier einsammeln. Weiter Weg. Gott sei Dank müssen die Roboter nicht mehr aufgeladen werden. Genau, es müsste ja funktionieren wie Stein. Richtig, so, dann haben wir mal. Endlos. Ach, das heißt jetzt endlos, nicht mehr für immer. Okay. Ich habe ja einige Patches zwischendurch. So, dann habe ich hier ein If-Else, hätte ich gerne. Oh, nee, warte. So, so, so. So, wenn die Hände leer sind. So, wenn die Hände leer sind, holst du dir einen Spaten. Das dauert jetzt ewig. Ich überlege, ob ich da noch eine Spatenproduktion irgendwo hinstelle. Das kann ich dann aber nicht später immer noch machen. Spaten. Ich müsste halt eine komplett neue Produktion da oben hinstellen, ne? Für Stöcker. Und da hätte ich sehr gerne Schubkarren oder sowas. Genau, und das machst du aber bitte bis... bis Fragezeichen voll ist. Und das Fragezeichen ist diese Kiste hier. So. Und das wiederum machst du endlos. So. Jetzt muss ich den natürlich noch irgendwo finden, den Tongräber. Ich glaube, ich mache mal eine eigene Gruppe, eine neue dafür. Hallo, Roboter. Oh. Oh. Das ist cool. Neues Team. So. Tonarbeiter. Werdet natürlich braun. So. Und da kommt dann nämlich der Tonsammler schon mal rein. Der Tongräber. Wo ist er denn? Da ist er. Nein. 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 Ja. Kann ich eigentlich mittlerweile...
das Team zuordnen? Ne, kann ich nicht. So, dann brauche ich einen weiteren Roboter, der hier schon bereitstehen sollte. Genau, der. Du bist der Unsammler. Höre mir zu. Gehen Sie hier hin. Sammeln Sie Ton ein. Hätte es natürlich auch wieder über ein Schild machen können. Das wäre wahrscheinlich die elegantere Lösung gewesen, hier ein Schild hinzustellen. Hey, elegant, ihr Schmand. Eigentlich alles Gras hin, also genau. So, Ton einsammeln. Genau. Jetzt musst du mir. Und hier reinschmeißen. Genau. Das machst du natürlich nur, bis das Ding voll ist. Dann für immer. Das war's doch eigentlich schon. Oh. Für sie war es das schon. Sehr gut. Ja, cool. So. Ne, ne, also das hätte ich hier wirklich gerne, dass ich hier direkt aus seinem mit den Toben sammeln lasse. Und jetzt würde ich dem gerne sagen, in welches Team er gehört hier, anstatt das jetzt alles nach oben zu ziehen. Wo haben wir denn? Ja. Jetzt muss ich das mal per Drag and Drop hier hochziehen. So, dann haben wir schon mal den Ton, das ist doch super. So, das heißt, wir brauchen einen weiteren Tonschüssel und die braucht zwei Ton. Dann hätte ich aber gerne noch eine weitere Kiste hier. Kann ich nicht hinstellen? Warum nicht? Finde ich nicht gut. Eigentlich kann ich hier beschäden. Dann muss mal, dann legen wir es mal hier hin. Ja, ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Tongräber. Ja, ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Tongräber. Bin mir sehr sicher, dass wir einen zweiten. Achso, warte mal. Wir könnten hier eigentlich den Tonsammler. Machen wir kurz nochmal Pause. Genau, bis die Hände voll sind. Ja, das soll aber überspringen, wenn er es nicht voll machen kann. Okay. Ja. Also wenn hier mehr als einer rumliegt, so, dann soll er die auch gleich aufsammeln. So, und den hier würde ich gerne. Kann ich das kopieren einfach nur? Verbessern? Ah. Da hat man Kugler. So, und dann kann ich das nämlich dem hier hinten auch geben. Zwei Tongräber. Ich glaube, das ist ganz. Herunterladen. Und go. So. Dann haben wir zwei Gräber. Dann wird hier die Kiste schneller voll. Dann brauche ich jemanden, der hier den Kram macht. Der sich hier zwei Ton rausnimmt. Auf dem zweiten Bord war. Habe ich denn hier jetzt mal? Wir können ja mal gucken, ob ich hier noch einen. Na. Leerlauf. Alle Roboter, gutes Werkzeug, kein Programm. Aha. Ja, dann nehmen wir doch dich hier erstmal. So. Du schnappst dir das hier.
So, das muss ich jetzt noch ein bisschen aufräumen. Und zwar... Rauscallen, ist ein bisschen laut. So, wegen zu einem hier, so. Nee, das machst du bitte, bis die Hände leer sind. Das machst du endlos, aber noch nicht. Denn ich brauche noch eine Kiste, an der wir uns orientieren können. Aha, ich kann hier nichts draufstellen. Oha. Okay. Machen wir das hier? So, du bist der Töpfermeister. Und der Töpfermeister nimmt dann nämlich auch noch hier auf. Ah, shit, Moment. Jetzt soll ich auch Aufnahmen tun. So, die hier auf und bringt die hier rein. So, genau. Hab ich den falschen Knopf gedrückt? Nein. Nein, nein. Oh je. So, dann bringt er das jetzt direkt dahin. So, also, nächster von der... Genau, dann fängt er wieder von vorne an. Das macht er insgesamt, bis das voll ist, und das macht er insgesamt endlos. Dann bringt er das nämlich gleich schon da rein, das ist mir lieber. Und go. Sieht ja geil aus. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, hier kommen die unbearbeiteten Sachen rein. Upp, mal reinschmeißen. So, das heißt, wir brauchen jetzt einen Brennofen. Der war wo? Der war auch nicht hier. Der war auch nicht hier. Sollte nicht hier eigentlich sein? Also meines Verständnisses nach. Ständnisse. Einfacher Brennofen. Auf Ton. Okay. Cool. So, und der einfache Brennofen macht hier wieder eine Tonschale. Warte mal, da muss Treibstoff rein? Holy shit, what? Was kommt denn da an Treibstoff rein? Sieht aus wie Holz, ne? Da müsste ich ja wirklich vielleicht ein Dings anfangen zu bauen. Nochmal eine extra... Kann man denn hier, warte mal, wenn ich jetzt das nehme und hier reinschmeiße, geht das jetzt Treibstoff, ne? Ja. 60 von 120. Passt ja nicht mehr rein. Bowser. Dann kommt da eine Tonschale raus. Okay. Breiten wir erstmal weiter vor. Und dann muss ich hier wirklich anfangen, mir Palette zu machen. Nee, falscher Knopf, sorry. So, hier kommen die Tonschalen rein.
So, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Brennmeister. Reicht denn das? Noch ein kleines Feld anlegen hier. Ist wieder hier, ne? Hat schon was zu tun. Was kann man denn da an Brennstoff reinschmeißen? Das wüsste ich halt gerne. Jetzt ist hier, sehe ich hier irgendwie meine Info oder sowas. Beliebiges Holz als Treibstoff hinzu. Beliebiges Holz. Okay, schwierig. Okay, ich baue hier einfach. Boah, hab ich richtig Bock drauf. Aber ich habe hier doch ein bisschen Platz. Dann kann ich doch hier einfach ein paar Samen mir schnappen und da einpflanzen. Sagen wir mal, wo haben wir denn hier die Samen? Hier. Davon schnappe ich mir jetzt mal 5 Stück und mache da 5 Bäume. Und dann sollen die das da anbauen. Da ist ja auch ein bisschen Erde. So. Muss das ja auch noch eingraben. Fällt mir jetzt das ein. Diese ganze Produktionskette wieder hier hinten aufbauen. Eieieiei. Das braucht jemand, der Löcher gräbt. Hat jetzt alles abgelegt? Wie habe ich das gemacht? Cool. Ich meine, natürlich war das Absicht. Eigentlich müssen es gar nicht so viele Bäume sein. Ich wollte hier einfach schon mal ein paar einpflanzen, damit die wachsen können. Hat's geklappt? Ja, sieht gut aus. So, jetzt muss ich mal wirklich gucken. Also Bautrupp? Nee. Soldaten? Auch nicht. Baumfäller. Ich befürchte nämlich. Dann mache ich mal hier eine neuen Ordner. Und nenne den Förster. So. Aber die Förster erstelle ich dann jetzt in der kurzen Aufnahmepause. Das habt ihr alle schon mal am Anfang der Season gesehen, ne? Also ich werde hier im Endeffekt die Leute erstellen, die Bäume abbauen und wieder anpflanzen und fällen. Und dann machen wir gleich weiter. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn wir dann hier hoffentlich bald unsere Töpfermeisterei. Töpfermeisterei ist auch ein schönes Wort. Unsere Töpferei auf die Ketten kriegen. Bis dann. Ciao.